Passiert ist es hier vom Sportplatz Thal zu Adliswil. Das Vorbereitungsspiel am 4. August ist prägt von einem konsequenten Schiedsrichter und Gehässigkeiten gegenüber dem Unparteiischen. Der FC Adliswil unterliegt dem FC Meilen mit 1:5. Zwei Adliswiler, darunter auch der Spielertrainer, werden wegen Unsportlichkeit und Reklamieren vom Platz gestellt. Der Schiedsrichter wird daraufhin vom Spieler als Behinderten bezeichnet. Für diese Aussage gibt es vom Verband 4 Spielsperren. Nach dem Spiel dann aber der grosse Schock für den Schiedsrichter. Seine Kleider und Schuhe sind unter die Dusche gestellt worden und sein Auto ist völlig verkratzt. Die ersten Tage habe ich mich schaurig stark in meiner Integrität, in meiner Privatsphäre verletzt gefühlt. Und man stellt sich ja dann auch die Frage, wenn jemand so primitiv und hinterhältig seinem Ärger Ausdruck verleiht, was kommt als nächstes? Was muss man von dem noch weiter befürchten? Und ich bin dann doch einige Tage ziemlich tauch gewesen und habe mich ja auch sehr stark mit dem auseinandergesetzt. So etwas hat Marc Dürr in seiner rund 20-jährigen Schiedsrichterkarriere noch nie erlebt. Das Spiel sei von Anfang an durch den Spielertrainer, den Platzhirsch von Adliswil, nervös gemacht worden. Eigene Fehler hat er am Schiedsrichter zugeschoben, um so sein spielerisches Defizit zu vertuschen. Der Trainer vom FC Adliswil bestreitet das. Es handelt sich um einen guten Fußballer. Am Telefon hat sich der Trainer zuerst unwissend gegeben, sagt im Interview dann aber: Ja, es ist sicher etwas, was mich entrüstet, muss ich sagen. Also, es ist etwas, was nicht auf den Fußballplatz gehört. Wir haben den Fall jetzt aber intern noch nicht besprochen, weil heute sind neue Erkenntnisse zur Sprache gekommen. Also, dass eben scheinbar am Schiedsrichter die Türen verkratzt wurden vom Auto. Und das tue ich als Trainer sicher nicht akzeptieren und dulden. So Spieler haben bei mir nichts zu suchen, wenn das ein Spieler von mir war. Und das, ja, möchte ich noch aufarbeiten. Auch der Fußballverband Region Zürich hat Kenntnis vom Fall. So etwas käme sehr selten vor. Was ganz sicher sehr negativ war, nachher, was der Schiedsrichter feststellen musste in der Garderobe, dass Utensilien für immer so Schuhe, Hosen benutzt worden sind, beziehungsweise nachher sogar am Auto nach Rätztag sind, das ist sehr außergewöhnlich. Bis nächste Woche hat der FC Adliswil vom FVRZ Zeit für eine Stellungnahme bekommen. Dann wird über die Konsequenzen entschieden. Falls Spieler die Tat begangen haben, müssen sie mit Sperren rechnen. Für den Verein gibt es sonst einen Buss von mehreren hundert Franken.